Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es für euch einen sehr schönen Smoky Eye Look mit roten Lippen. Und ich würde sagen, ich fange direkt mit dem Video an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und natürlich auch beim Nachschminken. So, als erstes werde ich jetzt meine Make-up-Base oder Lidschatten-Base auftragen. Die hier ist von Kiko, die trage ich dann aufs ganze Augenlid auf. Und dann werde ich anschließend einen Lidschatten nehmen, auch in einem sehr schönen hellen Beige-Ton aus der Missy Lynn Palette von BH Cosmetics. Das trage ich dann auch aufs ganze Lid auf, damit wir einfach die Farbe ein bisschen besser verblenden können. Und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt einen braunen Lidschatten aufgetragen, auch aus derselben Palette. Der hier hat so eine Farbe Rostbraun. Anschließend wird dann das Ganze verblendet mit einem Creasepinsel. So, jetzt werde ich dann meinen hellen Lidschatten auch auf meinem beweglichen Lid auftragen. Der Make-up-Look oder das Augen-Make-up wird eher dezent bleiben auf dem beweglichen Lid und nur der hintere Teil wird dunkel betont. Und jetzt nehme ich einen dunkelbraunen Lidschatten aus meiner Make-up-Geek-Palette, ihr könnt egal welchen nehmen, und trage den dann am hinteren Ende vom Auge auf. Und dann gebe ich anschließend nochmal einen schwarzen Lidschatten drüber, um den ganzen Look einfach ein bisschen intensiver zu machen. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil und zwar werde ich mir jetzt einen Eyeliner ziehen, das mache ich aber mit einem Kajalstift, also egal welcher Kajalstift, der muss halt richtig schön intensiv schwarz sein und das Ganze werde ich dann anschließen mit so einem Smudge-Pinsel, den kennt ihr bestimmt, werde ich das Ganze einfach verblenden und smokiger aussehen lassen, das gibt einfach so einen schönen, so einen schönen Smoky-Effekt, diesen rauchigen Effekt und das sieht wirklich sehr schön aus. Jetzt kommen wir zu Foundation. Ich werde mir jetzt meine Foundation auftragen. Die hier ist von Make-up Forever und werde dann sozusagen mit einem Kabuki-Pinsel alles abdecken. Und anschließend werde ich dann meinen Concealer auftragen von Tom Ford und werde dann drüber mit einem Highlighter von MAC nochmal drüber gehen, um einfach alles ein bisschen zu highlighten. Das Ganze wird dann mit einem Beautyblender verblendet, wie immer. Den Beautyblender vorher am besten anfeuchten, damit man viel besser arbeiten kann. Und dieser Look hier ist eigentlich eher für einen besonderen Anlass gedacht. Also nicht für tagsüber, weil es wirklich ein stärkerer Look ist, würde ich jetzt sagen, gerade auch mit den roten Lippen. Und deswegen ist es eher für einen besonderen Anlass. So, um meinen Concealer zu fixieren, werde ich jetzt wie immer meinen Losepuder nehmen von Ellen Beatrix und das trage ich dann überall auf, wo ich Highlighter und Concealer aufgetragen habe. Die Augenbrauen dürfen natürlich auch nicht fehlen, die werden jetzt auch nachgezogen mit einem Augenbrauenstift von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Karamell. Viele fragen mich immer, welchen Stift ich nehme und ich ziehe wirklich ganz leicht meine Augenbrauen nach, damit das einfach nicht zu stark aussieht und eher natürlich. Und auf der anderen Seite mache ich das dann auch. Auf der Seite habe ich leider ein bisschen weniger Haare. Die wachsen auch gar nicht mehr nach. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Aber kriege ich eigentlich mit dem Stift auch super hin. Ich werde jetzt das Ganze noch fixieren mit einem Augenbrauenpuder. Das müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich finde, es gibt einfach noch so einen schönen hellen Effekt auf den Augenbrauen. Das mache ich eigentlich wirklich fast immer. Und jetzt werde ich noch meine Augenbrauenpartie oder Augenbrauenbogen ein bisschen highlighten mit einem Concealer. Das mache ich eigentlich auch immer, wenn ich einen stärkeren Look schminke, damit das Augen-Make-up einfach ein bisschen sauberer aussieht und viel sanfter. Und anschließend werde ich einen Highlighter auftragen. Diesmal nicht so viel Schimmer, eher weniger. Wie ihr sehen könnt, betone ich jetzt gerade noch ein bisschen mein hinteres V mit dem schwarzen Lidschatten, damit der Look einfach ein bisschen intensiver ist.
So, jetzt werden noch die Wimpern aufgetragen. Die Wimpern machen diesen Look noch vollständig und wirklich sehr schön ausdrucksstark. Und die hier sind von House of Lashes. Die sind wirklich sehr toll, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Allerdings ist es ein bisschen schwierig mit dem Bestellen, weil die manchmal beim Zoll landen. Aber ihr könnt es ja mal versuchen. Ansonsten nehmt einfach von Red Cherry Wimpern, die sind auch ganz gut. So, jetzt habe ich meinen Puder weggepinselt mit einem fluffigen Pinsel und jetzt werde ich noch am unteren Wimpernrand diesen rostbraunen oder ja, rotbraunen Ton auftragen und den auch leicht verblenden, damit wir so diesen schönen Smoky-Effekt haben. Ich mache das immer so, dass ich vorher mit einem ganz feinen Pinsel den Lidschatten auftrage und anschließend gehe ich mit so einem Pencilbrush drüber und verblende das Ganze. Das gibt wirklich so einen richtig schönen Smoky-Effekt. Falls ihr irgendwie Probleme damit habt, versucht es mal, das hilft wirklich ganz gut. Und jetzt werde ich einen Highlighter auftragen im inneren Augenwinkel. Der hier ist ziemlich hell, also so ein hellgoldener Highlighter und sehr betont. Und jetzt werde ich konturieren, dafür nehme ich wieder meinen Benefit Hoola Bronzer, der ist wirklich sehr schön. Und werde dann ja, meine Wangenknochen, meine Stirnpartie und Nase konturieren. Jetzt trage ich noch Wimperntusche auf. Das ist, glaube ich, eine Wimperntusche von Dior, aber ihr könnt natürlich egal welche nehmen. Und werde mir dann meine oberen und unteren Wimpern tuschen. Als Lippenstift werde ich jetzt von MAC einen Lip Liner vorher auftragen und mir die Lippen damit richtig schön umranden und wirklich sehr vorsichtig und sauber. Und dafür nehme ich jetzt von MAC den Lip Liner in der Farbe Red. Und anschließend gehe ich mit einem Anastasia Beverly Hills mit diesem Liquid Lipstick drüber. Die sind auch wirklich sehr schön. Ist auf jeden Fall auch matt. Werde ich euch dann auch in der Infobox verlinken. Und jetzt werden wir eigentlich auch schon fast fertig. Jetzt werde ich mir noch meinen Highlighter auftragen von Mary Luminizer. Ja, das wäre dann auch der fertige Look. Ich hoffe, dass er euch gefällt. Ich finde ihn wirklich schön für einen besonderen Anlass. Und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.